Herr Präsident, und es ist fast alles gesagt zum Erschrecken, das ja durch die ganze Europäische Union gegangen ist anlässlich der neuen Nachrichten aus Ungarn. Ich muss sagen, ich habe das erst nicht glauben können und mich, als ich die Diskussionen über die Todesstrafe in Ungarn verfolgt habe, gefragt, ob es tatsächlich möglich wäre, dass heute im Jahre 2015 ein europäischer Regierungschef bereit wäre, die Todesstrafe wieder einzuführen. Das ist eine Frage, die ich Ihnen gerne ernsthaft stellen würde, weil das wäre, so wie Sophie und andere das gesagt haben, das wäre ja das Ende, das erklärte Ende einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Das zweite Thema betraf diesen Fragebogen zur Flüchtlingspolitik und der Stil dieses Fragebogens, die Sprache dieses Fragebogens. Das ist nicht ernsthaft ein Beitrag dafür, dieses große Problem von Flüchtlingen, das die Europäische Union gemeinsam angehen muss, zu lösen, sondern das ist schlicht ein Beitrag zur Verhetzung einer Nation. Nicht zur Lösung, sondern zur Verhetzung. Und in Deutschland hat man dafür früher den Begriff der Brunnenvergiftung geprägt. Mit beiden Debatten, Herr Orban, haben Sie sich von Grundwerten und Rechten der Europäischen Union abgesetzt. Und deshalb reden wir ja eigentlich nicht nur über Viktor Orban und über Ungarn, sondern wir reden über uns. Was heißt das eigentlich, wenn in Mitgliedstaaten die Distanz zu den Grundwerten gesucht wird? Weil der Beitritt zur Europäischen Union bedeutet einfach eine Verpflichtung auf diese Grundwerte und auf die Grundrechte, auf die wir uns verständigt haben. Es ist einfach schlicht nicht vorstellbar, dass das Projekt Europäische Union funktionieren kann, ohne dass diese Grundrechte respektiert werden, voll und ganz. Eine Interessenspolitik, in der wir die Wirtschaft nach vorne stellen und ansonsten nationalistische Strömungen dominieren, würde meiner Meinung nach sehr schnell zum Ende der Europäischen Union führen. Es ist meiner Meinung nach wichtig, dass die Europäische Union nicht kneift, wie die lettische Ratspräsidentschaft in dieser Auseinandersetzung, sondern dass die Europäische Union basierend auf den Auseinandersetzungen, die Viviane Reding mit etlichen Mitgliedstaaten, nicht nur mit Ungarn, sondern mit etlichen Mitgliedstaaten über die Pressefreiheit geführt hat, basierend auf dem Tavares-Bericht sich einigt, welche Mechanismen wir brauchen, um nicht nur unsere robusten Interessen in Sachen Haushalt und Stabilität durchzusetzen, sondern wie wir durchsetzen können in Europa, dass die Werte, ja, die wir etabliert haben und die das Ende der Barbarei in Europa markieren, wie diese Werte auf Dauer unseren Bürgern garantiert werden können. Wir haben in letzter Zeit gesehen, Demonstrationsrechte in Spanien. Ich habe an den Polizeistaat gedacht, als ich darüber gelesen habe. Ich habe gelesen, was für Sicherheitsrechte Frau Harms, Ihre Redezeit ist abgelaufen. In Frankreich gemacht werden. Es hat mich bestürzt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns in die Lage versetzen, unsere Werte und das Recht nach innen zu verteidigen. Danke sehr, Frau Harms. Sie haben